Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir starten in den nächsten Daily Vlog. Ich habe gerade den letzten für euch, den ihr gestern gesehen habt, geschnitten. André und Liana sind gerade im Vorgarten am Spielsachen verstecken und schaukeln und rutschen. Ben schläft. Wir haben uns für heute wieder viel zu viel vorgenommen. Mal schauen, was wir alles schaffen. André hatte keine so gute Nacht, weil es so heiß war. Wir haben uns ja einen Ventilator ins Zimmer gestellt und haben auch bald eine Klimaanlage, die mobile Klimaanlage, die wir auch in der alten Wohnung haben, vor, in unser Schlafzimmer reinzumachen. Aber André schläft ja immer noch freiwillig im Gästezimmer, weil er einfach sagt, er braucht den Schlaf am Stück, ohne Unterbrechung, wenn er arbeitet. Und hat aber heute nicht gut geschlafen, weil es sehr heiß war im Zimmer. Jetzt haben wir heute beschlossen, dass wir das Gästezimmer in den Keller verlegen. Da haben wir ja so eine Art Männerhöhle für ihn eingerichtet, die er aber überhaupt nicht benutzt, weil er viel lieber im Wintergarten sitzt mit den Jungs. Oder eben draußen. Jetzt haben wir halt viele Möglichkeiten, wo wir sitzen können und die Männerhöhle ist gar nicht nötig. Vor allem, weil es auch immer wieder welche gibt, die rauchen oder Shisha rauchen und das dürfen sie im Keller natürlich nicht und sowieso deswegen raussitzen. Und ja, deswegen macht das da unten gar nicht so viel Sinn. Und im Sommer macht es aber sehr viel Sinn, im Keller ein Gästezimmer bzw. ein Schlafzimmer zu haben, weil es im Keller super angenehm ist. Da ist es halt richtig kühl unter der Erde, logischerweise. Ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen und vor allem, ob wir es zu zweit schaffen oder ob ich da meinen Papi brauche, der André hilft. Wir möchten das Bett auseinanderbauen und in den Keller bringen und die Couch, die oben, also im Keller ist, dann nach oben bringen oder in den Wintergarten. Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Wir wissen nur, dass wir ja die Zimmer gerne tauschen möchten. Dann hat sich Liana gewünscht, in den Mundenhof zu fahren. Das würden wir auch gerne noch machen, aber einfach nur so für ein paar Stunden. Ich denke erst heute Mittag. Wir haben auch noch genug HelloFresh-Gerichte, dass wir heute das Mittagessen zu Hause machen können. Und ja, dann mal gucken, wie das alles so wird und was wir jetzt nacheinander machen. Ich kümmere mich jetzt schnell um den Vlog. Wenn André und Liantin dann reinkommen, werden wir das Gästezimmer angehen und ja. Mal schauen, ne? Wenn man sich viele Sachen vornimmt, dann geht meistens irgendwas schief. Also mal gucken, was wir jetzt angehen, aber ihr seid auf jeden Fall dabei. Also momentan ist es ja eher ein bisschen ein liebloser Raum, beziehungsweise so männermäßig halt, ne? Wir haben den Kühlschrank hier, also ich glaube, ihr kennt den Raum. Das Sofa, dann da hinten steht ein Fernseher. Ich nutze es gerade auch als Wäscheraum, wobei jetzt bei den heißen Temperaturen ist es natürlich sogar draußen viel besser, die Wäsche zu trocknen. Und hier ist noch so ein Schrank, ja, auch männermäßig, ne, mit irgendwie Alkohol und Shisha-Zeug und so. Also, es müsste sich hier einiges ändern, dass es ein gemütliches Schlafzimmer für André wird, beziehungsweise irgendwann halt ein schönes Gästezimmer, aber nur für den Sommer, ne. Ein Gästezimmer ist natürlich oben schon schöner. Aber da der Sommer ja ein paar Monate geht und wirklich auch wir noch nicht mal 30 Grad hatten und es einfach schon so heiß ist, haben wir einfach beschlossen, dass es schöner ist, hier unten noch ein Bett zu haben. Ich werde jetzt mal die Wäsche abhängen und zusammenlegen und einfach mal gucken, was ich schon so alleine machen kann. Und dann, wenn André dazu kommt, dann werden wir die großen Teile schaffen. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way. Up and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise. Up, no, I won't stop. It is my time. So, meine Lieben, kurzer Zwischenstand. Wir sind schon total verschwitzt und erledigt. Hier steht jetzt immer noch der Kühlschrank. Dann haben wir aber das daneben dran gestellt, weil André hatte die super Idee, den großen Teil des Sofas hier drin zu lassen, weil das wäre schwer gewesen, hochzuschleppen und es ist ja eh nur für den Sommer, deswegen der große Teil bleibt stehen. Deswegen musste aber eben dieses Regal weg. Den Tisch überlegen wir noch, ob wir ihn dann hoch ins Gästezimmer machen, weil das ist jetzt schon alles ein bisschen eng. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall den Fernseher dann genau vor dem Platz, wo das Bett hinkommt. Und André schraubt gerade das Bett oben auseinander.
Uns läuft gerade so die Brühe runter, es ist so heiß, aber wir haben jetzt das Bett unten, der André muss es jetzt nur noch zusammenschrauben. Und dann hat er auf jeden Fall kühlere Nächte und wer weiß, ob wir nicht auch mal zu ihm wandern. Wir haben zwar diese mobile Klimaanlage, die wir ins Schlafzimmer machen und ich habe André gesagt, willst du nicht wieder zu uns ins Schlafzimmer kommen, dann hast du auch ein kühles Zimmer, wenn es mit der Klimaanlage funktioniert. Und dann hat er gesagt, ach Mann, irgendwie ja, ich will mit euch schlafen, aber ich will halt durchschlafen. Und dann habe ich gesagt, ja, man kann nicht alles haben. Also durchschlafen ist halt bei uns im Schlafzimmer leider nicht. Deswegen machen wir ihm jetzt halt ein zweites Schlafzimmer und mal gucken, wenn es mit dem Durchschlafen... Wobei, ne, eigentlich, also Ben schläft echt gut, aber klar, es gibt Nächte, kann ich ja nicht vorhersagen, wo es auch mal unruhiger zugeht. Soll er machen, was er möchte. Wir haben genug Zeit als Paar. Und dann hat er hier unten auch so ein bisschen sein Männerhöhle-eigenes Zimmer. Und so lange sind die Kinder ja dann auch nicht mit dem nachts wach werden. Ne? Ben wird auch größer. Und dann haben wir hier unten halt ein cooles Gästezimmer. Aber ich denke, das Bett kommt nach dem Sommer dann auch wieder hoch. Mal schauen, wie oft wir umbauen. Also der Bettrahmen steht jetzt unten. Jetzt seht ihr, der Raum wird schon sehr, sehr viel voller. Also ich denke, wir machen den Tisch doch noch raus. Jetzt muss er noch zusammenschrauben, dann noch die Matratze runter und dann haben wir es schon geschafft. Wir haben uns jetzt gerade auch dazu entschlossen, Reste zu essen, zum Mittagessen, weil Liana wünscht sich nachher noch in den Mundenhof zu gehen, eine Runde. Und dann werden wir dort wahrscheinlich Abend essen. Deswegen Reste essen. Und dann haben wir noch morgen und übermorgen HelloFresh und dann kommt schon wieder eine neue Box. So, und hier oben haben wir jetzt einfach erstmal die Hälfte der Couch und einen Tisch hingestellt. Mal gucken, was wir aus dem Zimmer machen oder ob wir überhaupt was machen oder ob wir einfach abwarten, wie sich das entwickelt mit den Zimmern. So, das sind ja eigentlich Kinderzimmer, ne, und keine Gästezimmer. Irgendwann kriegt das dann mal der Ben. Meine Lieben, jetzt ist mir beim Schneiden gerade aufgefallen, dass ich euch das fertige Zimmer noch gar nicht gezeigt habe, aber es ist noch gar nicht so fertig. Auf jeden Fall steht das Bett jetzt drin und den Tisch haben wir rausgemacht. Der Fernsehtisch bleibt und die Couch bleibt, aber wir werden es natürlich noch ein bisschen gemütlicher gestalten. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und ja, im Sommer das beste Zimmer definitiv im Haus. Puh, das war jetzt eine Aktion, sage ich euch. Wir werden uns jetzt abwechseln mit dem Duschen. André und ich, dass immer einer bei den Kindern ist. Dann was Schnelles essen. Und dann wird André wahrscheinlich erstmal mit Mia an den See gehen. Und ich mit den Kindern ein bisschen hier zu Hause spielen. Weil Mia muss ja noch ausgepowert werden, bevor wir einen Ausflug machen. Weil im Mundenhof ist es zu anstrengend, Mia mitzunehmen und die beiden Kinder. Ich glaube, das machen wir doch wieder eher getrennt mit dem Spazierengehen und dann den Ausflug. Unser sehr schnelles Mittagessen ist fertig. André hat eine Pizza. Ich habe noch ein bisschen Gurke und Tomate dazu geschnitten, dass es nicht ganz so ungesund ist. Kroketten und Spinat. Und ich habe einen Rest HelloFresh. Das ist meine Spätzlepfanne. Ich teile aber natürlich der, wo möchte. Dann haben wir noch Flammkuchen, Gnocchis und Quesadillas. Also das werden wir auch die nächsten Tage noch kochen. Da freue ich mich riesig drauf. Vielleicht schon heute Abend, wer weiß. Ich mache jetzt schnell die Küche. Liana und André sind unten in dem neuen Zimmer. Die Liana findet es auch mega. Es ist natürlich super kühl da unten. Ich bin schon ein bisschen neidisch, aber ich habe dafür ein 270er Bett. Und die mobile Klimaanlage kommt auch noch rein. Bändchen ist gerade eingeschlafen, das heißt, ich habe jetzt gut Zeit, die Küche aufzuräumen und die Sachen zu packen. Wir haben nämlich jetzt doch entschieden, dass wir erst in den Mundenhof fahren, weil es doch wieder ziemlich schwül und heiß ist. Das macht der Mia auch keinen Spaß, dann da irgendwie Fahrrad zu fahren, weil André immer mit dem Fahrrad zum See fährt und da rennt sie nebenher und das ist bei der Hitze natürlich auch viel zu anstrengend. Deswegen drehen wir es jetzt um, wir richten uns und wenn Ben wach ist, fahren wir los in den Mundenhof und wenn wir zurück sind, gegen 18, 19 Uhr kann dann Mia und André noch eine Runde schwimmen gehen im Baggersee. Ich glaube, so rum macht das mehr Sinn. Jetzt habe ich gerade den Müll rausgebracht und habe ein Päckchen unter der Treppe gefunden. Das legen die normalerweise nie dahin, deswegen habe ich das gestern gar nicht entdeckt. Ich habe für die Kinder ein paar Sachen bestellt und ich dachte gestern noch, huch, das kam gar nicht an. Naja, dann wird es wahrscheinlich Montag ankommen, aber jetzt ist es doch schon da. Ich zeig's euch. Am liebsten haben wir Einteiler und Liana auch, deswegen haben wir ein paar Einteiler bestellt. Ich packe sie gleich aus. Schau mal, Lianchen, das ist für dich ein Einteiler in rosa. Dann das ist ein Kleidchen. Oh, schau mal, mit Hasis.
Dann habe ich einen Einteiler. Für mich? Ja, ist auch für dich. Ein Einteiler für Ben mit kleinen Traktoren. Das ist auch ein Einteiler für dich in Gelb. Das ist eine süße Mütze für Ben. Wahrscheinlich passt sie ihm noch nicht jetzt. Und das da ist ein Hoodie für den Papi. Die Mütze ist so süß. Sie ist noch ein bisschen groß, aber sieht süß aus. Wow, schaut mal, das ist der Einteiler in 104. Noch ein bisschen groß, aber sieht süß aus. Dreh dich mal um. Juhu! Und jetzt renn mal zu Papi und mach die Tür auf. Für Papi habe ich einen Hoodie bestellt, weil ich die Farbe cool fand und das war alles im Sale. Ja, ich mag die Farbe. Und du? Ich weiß nicht, ob er zu klein ist. Und schaut mal, davon muss ich noch mehr bestellen. Das ist so ganz, ganz luftig leicht. Ein ganz leichter Stoff und auch so ein Einteiler für Ben. Cool, cool, cool. Ich mag die Farbe. Du auch? Das ist das Häschenkleid von Liana. Und das ist nochmal der gleiche Einteiler in rosa. Ja, zeig uns mal. Zeig mal dem Papi, wie du alle meine Entchen spielst. Nein. Nein. Niemand. Hallo. Ich fahr Tesla. Und es klappt immer besser. Ne? Mama fährt gut. Wir fahren jetzt wohin? Zum Hundenhof. Papa und Ben sind hinten und Mama und Liana heute mal vorne, oder? Ja. Aber Basti dann ist bei mir. Genau, normalerweise fährt der Papa immer, ne? Heute wollte die Mami mal. Wir sind angekommen und es ist super viel los. So, der erste Stopp ist immer Hofeis. Hofeis für alle. Und Johannisbeerschorle haben wir noch mitgenommen und Liana wollte unbedingt einen Lolli und eine Capri-Sonne. Ich hätte ja echt nicht gedacht, dass wir heute alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben, aber tatsächlich haben wir es geschafft. Die Zimmer getauscht und jetzt... Und dank André natürlich. Und jetzt sind wir im Mundenhof und nachher muss André noch eine Runde mit Mia laufen. Aber jetzt gehen wir erstmal was trinken und was essen und Tiere anschauen und dann schauen wir weiter. So kleine süße Affen. Tete, Liana spielt wieder Baby. Weil da sind Babyäffchen, ne? Kleine Babyäffchen. Hallo. Tete runter vom Kinderwagen. Papa, Tete runter vom Kinderwagen. Wie immer im Mundenhof, ihr Lieben, gibt's Salat mit Maultaschen für uns. André wollte heute einfach eine Currywurst und er teilt sich Pommes mit Liana. Ich habe ein alkoholfreies Radler und Papi natürlich auch alkoholfrei. Ich will euch jetzt endlich mal diese Buntmarder richtig zeigen, weil die sind echt schön. Aber die kommen nicht so nah an uns ran. Schau mal, ich habe nämlich total das falsche Bild gehabt, als die dieses Gehege kreiert haben oder neu gebaut haben, habe ich gedacht, Marder, wirklich? Muss man jetzt Marder anschauen in dem Tierpark? Aber die sind so schön und so süß auch, ne? Wie die sich verhalten. Schau mal da hinten, siehst du denn? Mhm. Aber man sieht es leider so schlecht. Siehst du denn? Schau mal, wie der spielt, Liana, siehst du das? Der hat da so ein Stück Holz und der spielt da hinten. Siehst du? Kann das leider, ich könnte ihn ranzoomen, aber dann wird er bestimmt, wird's bestimmt zu wackelig. Siehst du, was er macht? Der spielt. Purzelbaum. Purzelbaum, kannst du auch. Wir sind jetzt schon auf dem Rückweg. Ich habe heute nicht so viel gevloggt im Mundenhof, weil ich das letzte Mal das ja ausgiebig getan habe. Aber ich muss euch wieder ein paar Babys filmen. Schaut mal. Es gibt einfach in jedem Gehege gerade Babys. Hallo. Schaut mal. Schau mal, Ben. Wer ist das? Oh, die haben Angst, hä? Huh? Hallo.
Hallo, du Schöne. Wow, die lange Wimpern. Du bist ja schön. Du hast ganz lange Wimpern. Boah, der Papa. Nein, der beschützt seine Kinder, ha? Der ist riesig. Jetzt ist die schönste Zeit im Mundenhof. Keiner mehr da. Wir laufen gerade zurück zum Auto und alle machen immer den Rundweg und wir laufen jetzt den gleichen Weg zurück, dass wir schneller sind. Und keiner da und so schön. Natur, die Tiere, jetzt kommen auch alle Tiere viel näher, weil ja weniger los ist. Aber wir laufen jetzt auch Richtung Auto, weil der André muss ja noch mit der Mia an den See. Und wir haben noch eine halbe Stunde nach Hause zu fahren. Aber da ja jetzt die Kinder, ich habe es gestern auf Instagram erzählt, um 22 Uhr ins Bett gehen, neuerdings, seit es so heiß ist, haben wir noch genug Zeit. Irgendwie wird die Abendroutine gerade immer später. Meine Lieben. Hallo. Meine Lieben, ich habe Blut geleckt. Jetzt will ich unbedingt Tesla fahren. Es macht so viel Spaß und jetzt fühle ich mich viel sicherer. Deswegen lässt André mich jetzt auch wieder zurückfahren. Ich verabschiede mich jetzt schon bei euch, weil ja, danach wird es bestimmt wieder mit Kindern ins Bett bringen und allem drum und dran ein bisschen mehr. Deswegen nutze ich jetzt die Zeit und sage schon mal Tschüss und freue mich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis ganz bald. Do you know I'm looking?